So, und damit ein herzlich willkommen wieder auch von mir. Ich habe mal was bei Wish bestellt. So, und damit ein sehr herzlich willkommen zurück mal wieder von mir. Euer Bernhard. Ich habe hier mal, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, bei Wish was bestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Und das war schon wirklich lange her. Das kam jetzt erst an. Es kam natürlich mit, oder ich halt mal meine Dings zu. Mit Hermes. Also, das Paket war auch halt einfach übelst schon hier eingerissen und so ein Scheiß. Also, wow, super, geil. Naja, also, ich würde sagen, ich will mir kurz zum Motorrad reichen. Ich probiere es mal so aufzureißen mit einer Hand. Aber warte, Moment, ich hole mir was und dann. Oder mache ich es dann auf? Bis gleich. Ich habe die Pakete einfach mal jetzt aufgeschnitten. Und wenn man. Mein Gott, ich finde das echt das Stativ nicht, das ist immer nice, aber. Ich finde es einfach nicht. Deswegen probiere ich es mal so rauszuholen. Komm. Das kann ich kein Anbieter jetzt. Und wie es schon verspricht, es ist einfach in noch einer Tüte drin. Aber hier ist das T-Shirt jetzt. Also ein T-Shirt haben wir schon mal draußen. Gucken wir mal das andere auf das Ding. Jo, also, oh, okay. Hier sind die zwei T-Shirts. Was? Also, hier sehe ich leider kein Bild dazu, aber ich habe dann. Ich werde das gleich aufmachen. Ich gucke nochmal nach dem Stativ, weil das habe ich doch irgendwo letztens gesehen. Oder ich werde irgendwas machen. Ich werde schon was finden. Bis gleich. So, ich habe es jetzt einfach rausgeholt. Wir fangen mit diesem T-Shirt an. Das ist ein Jack Daniels T-Shirt. Moment. So. Zack. Zeig das einfach mal. Also. Die Konsistenz. Also. Die Verarbeitung von dem T-Shirt ist einfach wie Seide, also Seide. Also ja, ist okay. Ist jetzt nicht so das, was man sich erwünscht, weil man sich ja eher einen Stoff wünscht. Na gut, Seide ist ja ein Stoff, aber es ist halt wirklich seidig eher, etwas luftig. Also eher was für, wartet, für den, ja, für Sommer als für jetzt Winter, die Wintertage. Also es ist okay, es ist okay. Man kann nicht meckern. Für Wisch, ja, seht ihr das hier? Das ist Seide, hier, Seide, oder ist das Seide? Ich liege da richtig, oder? Ja, ich glaube, das ist halt einfach Seide. Okay. Weg damit. Nein, Spaß. Also, das ist okay. Aber wie viel Verpackung? So. Kommen wir zu den T-Shirts. Das ist eher wie ein Sport-T-Shirt angelegt. Also, wirklich wie so ein. Also, kennt ihr diese Sport-T-Shirt-Stoff? Ja, Moment. So fühlt sich das an. Ja? Ist tragbar, also sieht nicht so schlecht aus. Bis jetzt. Also gefällt mir. Könnte man so bei zum Beispiel, wenn man Sport macht oder so, Sport macht, tragen zum Beispiel. Also es ist okay, muss ich sagen. Okay, das ist eine Katze. Hallo. Was machst du hier? es ist okay, also für den für Wisch, dass das vielleicht ein paar Euro gekostet hat. Ich bin mir nicht sicher, wie viel. Schlagt mich da jetzt nicht fest. Ist es in Ordnung eigentlich, muss man so sagen. Also, es ist wie so ein Sport-T-Shirt. Ich werde es dann mal anziehen und euch zeigen. Also, bis gleich. So, also, ich zeig's euch mal so.
Zack. Moment. Ja, also es fühlt sich doch gar nicht so schlecht an. Hier, wartet. Zack, hier. Es ist okay. Also, es ist okay, Mann. Wirklich jetzt, also kann man nicht nichts sagen. Gute Konsistenz. Also, von innen fühlt sich das gar nicht so an, wie hier draußen. Also, es ist okay, meiner Meinung nach. Also, kann man schon für eine L. Also, für eine L ist es vielleicht ein bisschen kurz. Ich denke mal, dass dieses T-Shirt hier auch ein wenig kleiner werden sein könnte. Also, meine Haare, mein Gott. Ja, also, Konsistenz, alles kann man nehmen. Also Mischcheck bestanden diesmal, würde ich mal meinen. Also das ist okay. Kann man nehmen. Dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, wenn ich was beim Misch bestelle. Oder woanders. Wenn ich wieder was beim Misch bestelle. Also. Oder ich würde es mal so machen, ich kaufe sehr viel bei Wish. Also ganz viele Sachen. Die. Also richtig viele Pakete und ich packe dann immer zusammen, also komplett, sagen wir mal so, bei Wish was kaufen wir 25 Euro oder 50 Euro, ja gesagt. Und das packe ich dann aus oder so und zeige es euch halt nicht nur Sachen, auch mal was anderes, dass ihr mal so den Vergleich sieht, was man bei Wish bestellen kann und was er nicht. Also, das ist schwierig, schwierig. Aber ich würde sagen, darüber reden wir mal ein anderes Mal. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Oder im nächsten Video, was ich mache. Bis dahin, macht's gut und ciao.